Und auch wenn es nur die Zweitvertretungen sind, mit Kevin Godon und Törles Knöll immerhin zwei Bundesliga-erfahrene Akteure auf Seiten des 1. FC Nürnberg mit dabei. Doch zunächst der Gast aus Augsburg. Lannert steckt durch auf Schuster, das 1:0 nach 13 Minuten. Doch dann kommt der Club in Fahrt, 20. Minute, das ist Kevin Godon. Und der findet den anderen Profi, Törles Knöll, sein Ausgleich der Marke sehenswert. Nur 3 Minuten später, gleiches Spiel, gleiches Ergebnis. Wieder Godon und wieder Knöll. In der vergangenen Spielzeit ja Bundesliga-Torschütze gegen Hannover. Hier trifft er zum 2:1 Halbzeitstand. Rein in den zweiten Durchgang mit diesem Bock von Pöllner. Und so etwas wird von einem Profi natürlich eiskalt bestraft. Wieder Törles Knöll mit dem Dreierpack. Ein unterhaltsamer Kick am Pfalzner Weiher. 78. Minute, der FC Augsburg wieder mit Sebastiano Napo. Nur noch 3:2. Doch die Hoffnung bei den bayerischen Schwaben währt nur kurz. 82. Minute, der lange Ball auf Kevin Godon. Setzt sich hier gegen Jürgensen durch und besorgt den 4:2 Endstand. Im Duell der Zweitvertretungen schlägt der Club den FCA durch zwei überragende Profiakteure und springt an die Tabellenspitze.